Hallo, meine Lieben, bei Going Deeper. Was hat deine Stimme mit deinem Erfolg zu tun? Wir werden es heute erfahren von einer wahren Stimmexpertin. Annette Isenbart ist ihr Name und hallo, liebe Annette. Hi Tanja, ich grüße dich. Du bist in Berlin, ich in Bayern. Dank der Technik können wir uns sehen online. Du bist Stimmexpertin. Erzähl mal ein bisschen, was du so machst und vor allem, warum deine Homepage Stimme und Erfolg heißt und auch dein YouTube-Channel. Da werden wir heute auch noch drüber sprechen, ne? Okay, gerne. Stimme und Erfolg deshalb, weil ich einfach feststelle, bei den Menschen, mit denen ich arbeite, dass natürlich Stimme ein wichtiges Tool ist, sag ich mal, als Kommunikationsträger. Ne? So. Und viele Menschen hadern aber mit ihren Stimmen, ob das nun die Sprechstimme ist oder die Singstimme. Und Stimme und Erfolg deshalb, weil ich mir wünsche, dass Menschen Erfolg haben mit ihrer Stimme, dass sie ihre Freundin wird sozusagen. Und ein Instrument ist sozusagen, was funktioniert und was Spaß macht zu benutzen. Und mein Erfolg als Stimmbildnerin ist dann, wenn die Augen anfangen zu strahlen, wenn die Leute hier sagen, oh Mensch, das fand ich jetzt auch mal gut, was aus mir herausgekommen ist. Und einfach Dinge leichter gehen, Stimme leichter wird, ja, im Alltag auch oder als Sänger natürlich auch, Sängerin. Und Erfolg dann letztendlich auch wiederum, ja, gar nicht mal so sehr kommerziell, aber dann doch wiederum, weil wir brauchen nun mal alle Stimme, um zu kommunizieren. Und wenn es aber schwierig ist, wenn es keinen Spaß macht oder am Ende des Tages mit Anstrengung verbunden ist, mit Druck auf der Kehle und dergleichen, dann finde ich, ist es einfach weniger erfolgreich. Und deshalb Stimme und Erfolg. Mein Anliegen ist einfach, Menschen zu helfen, besser mit ihren eigenen Stimmen klarzukommen und dass es, wie gesagt, also die Stimmgebung an sich bis hin zum Gesang irgendwie Spaß macht. Also du umfasst quasi das Ganze, also Sprechstimme und aber auch Gesang natürlich, ne? Ja, genau. Aha, okay. Und du hast ja selber auch Erfahrungen, wie es ist, wenn die Stimme nicht so ist, wie sie eigentlich sein könnte, ne? Weil unsere Stimme sagt ja auch ganz viel über uns aus und deswegen hängt es ja auch mit dem persönlichen Erfolg zusammen, weil gerade heutzutage jeder zeigt sich online, du kommst ja gar nicht mehr aus. Also wenn du quasi irgendwie Probleme hast mit deiner Stimme, sagt das etwas aus über dich, weil irgendwelche Spannungen, das nimmt jeder wahr, auch wenn er nicht weiß, was es ist. Aber wenn jemand eine unangenehme Stimme hat, ist es nein, irgendwas, das System weiß einfach, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Mhm. Und du selber hast ja auch erzählt im Vorfeld, dass du selber Probleme hattest mit deiner Stimme. Ne? Ja, erzähl mal. Ja, ist etwa 20 Jahre her. Das war ein schleichender Prozess. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich schon seit Jahren gesungen. Ich habe 10 Jahre lang mit meinem Vokalquartett gesungen. Wir haben Konzerte gemacht. Ich habe unterrichtet und irgendwie war das dann so ein ganz schleichender Prozess, dass ich gemerkt habe, nach Konzerten war meine Stimme irgendwie müde. Ich habe es dann anhand meiner Sprechstimme gemerkt, wenn man sich hinterher mit Menschen unterhalten hat oder so. Und damals habe ich es noch gar nicht so ernst genommen, weil ich dann auch dachte, naja, das hängt mit Lebensumständen zusammen. Ja klar, man hat manchmal mehr Stress oder weniger Stress, man ist angespannt. Und habe das so ein bisschen schleifen lassen, sicherlich auch, und es nicht ernst genug genommen und habe dann im Laufe der Jahre irgendwann festgestellt, meine Stimme wurde immer fragiler, sie wurde schnell heiser oder ich wurde schnell heiser. Konzerte wurden immer anstrengender und ich habe mich dann damals zu dem Zeitpunkt von meinem Ensemble getrennt, weil ich meinte, ich müsse jetzt Solosängerin werden oder das noch ein bisschen mehr vorantreiben. Und ich hatte dann einen Altpart in dem wunderbaren Oratorium von Mikis Theodorakis, Canto General, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wunderschöne Musik. Und da haben wir 4 Konzerte in 3 Tagen gemacht. Und ich merkte schon nach dem 2. Konzert, dass meine Stimme eigentlich überhaupt nicht mehr wollte. Habe das dann aber irgendwie durchgezogen. Witzigerweise ist es ja oft so, dass Menschen das außenstehend gar nicht merken. Ja, das ist natürlich ein Prozess. Man quält sich irgendwie selber. Man merkt, es läuft überhaupt nicht rund. Aber oft ist es eben so, man kann es dann doch, gerade wenn man professionell ist, doch ganz gut kaschieren.
Und die Leute waren eigentlich ganz begeistert, aber für mich war es einfach ein richtiger Cut in meiner, ich sag mal, in meiner Laufbahn, weil ich gemerkt habe, meine Stimme wollte gar nicht mehr. Ich hatte dann tatsächlich sowas wie ein Loch in der Stimme. Ich bezeichne das einfach mal so. Das war in der Mittellage, wem das nichts sagt, das ist um den Kammerton A herum. Da hatte ich plötzlich 3 Töne verloren. Überhaupt, wenn ich gesungen habe, war ich nach 5 Minuten heiser. Und ich war dann auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Klar, das ist natürlich dann der Weg, den man geht, dass man einfach reingucken lässt in die Kehle, was da los ist. Und der konnte aber nichts finden. Also es gab keinen, wie heißt das mal, pathologischen Befund. Und dementsprechend hat es mir einfach gesagt, A, ist es was Seelisches, was Psychisches. Und ich bin dann viel, viel später auch drauf gekommen, dass es auch der Grund war von, also oder der Auslöser war einer falschen Gesangstechnik. Weil ich komme eigentlich aus der Klassik, ich habe immer klassischen Unterricht gehabt. Ich war dann zwischenzeitlich Ende der 90er Jahre auch am Hamburger Konservatorium, wollte da Gesang studieren und habe dann auch da festgestellt, ich wurde eigentlich immer schlechter. Dieser Druck, der da war, irgendwas abliefern zu müssen sozusagen, ja, das passte mir auch irgendwie überhaupt nicht. Ich bin leider überhaupt nicht der Typ, der da gut mit umgehen kann. Und so, und irgendwie kam so eins zum anderen. Und ich habe dann irgendwann kapiert, okay, es hat einfach auch mit einer falschen Gesangstechnik zu tun, weil in der Klassik man ganz oft erzählt bekommt, mach das Gaumensegel auf oder aktiviere das Gaumensegel, weil man möchte ja immer diesen Weg zur Nase abschließen, damit der Resonanzraum, die Mundhöhle ausgenutzt werden kann, speziell für Vokale, dass sich die Stimme dort drüber ihren Weg bahnen kann. Und das habe ich mir einfach ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Weil das hat leider dann auch die Begleiterscheinung, dass die Zunge sehr angespannt ist und den Kehlkopf sehr stark mit nach unten nimmt. Dann hat man zwar einen sehr schönen dunklen Klang, ne? Jeder kennt es vom Gähnen, wenn man gähnt und trotzdem irgendwie weiterspricht oder einen Ton erzeugt, dann wird die Stimme sehr dunkel, sehr tief. Und ja, und das in der Summe genommen war einfach echt doof für mich, für meine Stimme. Und ich habe es dann aber Gott sei Dank irgendwie auch verstanden, ich habe es dann kapiert. Dennoch war es ein langwieriger Weg, das über Jahre hinweg hat sich das eigentlich hingezogen, bis ich über verschiedene Methoden, die ich dann ausprobiert habe, also einfach das irgendwann auch klar war, ja, woran es liegt, dass ich einfach zu viel Spannung in der Zunge hatte und das einfach meiner Stimme überhaupt nicht gut getan hat. Mhm. Und du hast es dann hinbekommen, das heißt, du hast mir im Vorfeld erzählt, du warst bei einer Heilerin, mhm, ja, und du hast Silent Subliminals die selbst aufgenommen, mhm, ja, und ja, hast die dann immer wieder gehört. Ja. Was hast du dir denn da selber erzählt? Ach, naja, dass ich eine hervorragende Sängerin bin, dass meine Stimme gesund ist, dass ich entspannt bin oder zumindest nur Spannung dort aufbaue, wo unbedingt notwendig. Naja, all diese Dinge, die für mich in dem Moment wichtig waren. Ja, weil man muss ja auch sehen, mein Selbstbewusstsein hat darunter total gelitten als Sängerin, als Gesangslehrerin oder Stimmbildnerin. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe weder gesungen, noch dass ich unterrichtet habe. Weil was willst du den Leuten erzählen, wenn du selber nicht grün bist mit deiner eigenen Stimme? Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Und das war eine ganz schlimme Zeit. Und da habe ich natürlich alles versucht, um das irgendwie ja, in eine positive Richtung zu lenken. Ja, und da, ja, ich habe tatsächlich diese Subliminals, also zwar nicht Silent Subliminals, also ich habe einfach auf meinen Digitalrekorder mit meiner eigenen Stimme, weil ich dachte, das wäre vorteilhaft, meine eigene Stimme zu hören, weil meine Sprechstimme war nie betroffen. Das ging immer nur um den Gesang. Sobald ich anfing zu singen, war Feierabend. Und deswegen fand ich es sinnvoll, meine eigene Stimme zu benutzen und mir das 3-mal am Tag auf die Ohren zu geben. Das war so ein 7- oder 10-minütiges Subliminal und ich habe das morgens nach dem Aufwachen gehört, ich habe es abends vor dem Einschlafen gehört, zwischendurch manchmal auch entspannt auf dem Sofa liegend und einfach um diese Programmierung, ja, die sich dann ja auch über Jahre hinweg einschleichen, also diese Überzeugung, dass meine Stimme einfach fragil ist, ja, ich kann offensichtlich nicht mehr singen, ja, egal was ich mache, meine Stimme reagiert sensibel darauf und
Das ist natürlich ein fataler Kreislauf, der da denn stattfindet. Und den muss man möglichst schnell durchbrechen. So. Und ja, das war eine Methode mit den Subliminals. Ich habe dann auch, wie du schon angesprochen hast, eine Heilerin aufgesucht. Die kannte ich eh schon über Jahre, hatte sie mich eh schon begleitet wegen auch ganz anderer Dinge. Und das war wirklich spannend, weil sie hat mir eigentlich erstmal gezeigt, was da sein kann. Also sie hat mir eigentlich diese Überzeugung wiedergegeben, ja, oder diesen Glauben an meine eigene Stimme, weil immer dann, wenn ich eine Sitzung bei ihr hatte, dann war meine Stimme voll da. Ja, ich habe irgendwie ohne Anstrengung, ich habe Piep gesagt und der Raum war erfüllt mit meiner Stimme. Das hat sich nicht immer gehalten, weil man hat natürlich diese Glaubenssätze oder ich hatte sie aufgebaut über Jahre hinweg, dass meine Stimme halt fragil ist. Und das hat schon eine Weile gedauert, um das auch zu durchbrechen. Aber es ist möglich. Ja? Und das ist genau das, was ich auch eben unter Stimme und Erfolg verstehe, um dann nochmal drauf zurückzukommen. Wenn man will, dann kann man alles verändern. Ja, und wenn man dranbleibt, wenn man die richtige Einstellung hat, ein bisschen seine Einstellung eben verändert, Mindset heißt es ja heutzutage immer, wenn man da so ein bisschen positiver sein kann, ja, dann ist eigentlich alles möglich. Ja, und das ist das, was ich auch den Menschen vermitteln möchte, ihnen Mut zu machen, ja, wenn irgendwas ist stimmlicher Art, dass man das meiste wirklich verändern kann. Ja, weil 90% kommen eigentlich, wie du auch schon im Eingang gesagt hattest, durch Spannungen. Ja, ob das nun auch mentaler Art ist oder tatsächlich im Körper manifestiert. Und das hindert die Stimme am freien Schwingen. Oder es fängt eigentlich schon bei der Atmung an. Ja, das Zwerchfell kann nicht frei schwingen. Somit findet die Stimme keine Unterstützung, kein Fundament. Und das sind alles Dinge, ja, die dann dazu führen, dass jemand glaubt, er kann oder sie kann nicht singen oder die Stimme ist einfach so, wie sie ist, da kann man eben nicht dran rütteln. Manche Leute haben dann eben Glück, ja, die sind mit einer schönen Stimme gesegnet und man selber eben nicht. Ja, und dann ist da irgendwie Hopfen und Malz verloren und das ist halt nicht so. Also ja, das stimmt, das ist absolut richtig, kann ich nur bestätigen, weil ich stehe ja auch schon seit meiner Kindheit auf der Bühne als Sängerin und ich hatte in meiner Jugend totale Probleme mit Bronchitis, das hatte aber tatsächlich einen Grund, unser Unterbewusstsein möchte uns ja immer schützen, ne? Und ja, also ich habe da auch, wenn ich mit Klientinnen arbeite, gute Tools wie Hypnose zum Beispiel, da kann man auch ganz, ganz viel machen, um quasi einen Impuls zu geben, einen anderen, neuen, gesunden Weg zu finden. Aber die Technik ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und da kannst du natürlich helfen. Bist du denn für dich selbst auf die Ursache gekommen, deiner Stimmprobleme? Ja, wie gesagt, das war ein kleiner Weg, der muss, glaube ich, nicht so lang sein, aber für mich war er relativ lang und ich habe dann, weil ich eben alles auf Eis legen musste, ja, wie gesagt, ich konnte nicht unterrichten, ich habe eigentlich auch nicht mehr gesungen, aber ich habe mich dann in der Zeit mit ganz vielen verschiedenen Methoden beschäftigt, von der Christine Linklater-Methode, die ich auch nach wie vor total schön finde, die persönliche Stimme befreien. Ja, ich habe dann angefangen zu jodeln, Obertongesang auch gemacht. Ich habe dann hier in Berlin eine Opernsängerin kennengelernt, bei der ich auch Unterricht hatte. Das war insofern ganz gut, weil sie ähnliche Probleme hatte Jahre zuvor und das eben auch behoben hat. Und sie konnte das nachvollziehen, auch was in mir vor sich ging. Ja? Also dass ich natürlich kreuzunglücklich war in der Zeit. Aber sie hat mich auch ganz gut gepusht. Ne? Sie hat immer gesagt, okay, was willst du? Willst du singen oder willst du rumjammern? Und dann habe ich mal für 2 Minuten ein bisschen beleidigt aus der Wäsche geguckt. Aber dann habe ich irgendwie begriffen, ja, das ist, man muss sich natürlich auch entscheiden. Und ich habe, da das mein Beruf ist und ich kann nichts anderes, das mag natürlich für einen Hobbysänger oder Sängerin anders sein, ja, wenn es nicht der Lebensunterhalt ist, ja, den man mit der Stimme verdient, dann kann man natürlich auch irgendwie leichter das Handtuch werfen oder so. Aber für mich war das unbedingt wichtig, dass mich da auch jemand pusht, ja, dass sie mir kommt, mach nochmal, komm, bleib dran. Ne? Aber das war nicht das Einzige. Also wie gesagt, das war eine Mischung eigentlich aus
verschiedene Methoden. Ich habe mir überall die Rosinen sozusagen rausgepickt. Und ganz entscheidend, wie gesagt, war diese Heilerin, die mir einfach immer wieder gezeigt hat, was möglich ist. Weil wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, auch womöglich das Handtuch geworfen. Wenngleich, ich kann nichts anderes. Ja. Ich habe keine andere Berufsausbildung. Und ich meine, zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, das war, ja, das ist jetzt 20 Jahre her, was hätte ich da machen sollen, irgendwie als Verkäuferin bei was weiß ich. Also das war für mich natürlich keine Option, weil ich natürlich auch die Musik liebe und das Singen an sich liebe und Stimmen liebe. Und ja, und das da kam dann so eins zum anderen und ich habe dann irgendwann noch einen Vocal Coach, heißt es ja neudeutsch, getroffen, die hat, das war eine sehr, sehr technische Gesangstechnik, ja, man spricht ja von Gesangstechnik, Stimmtechnik. Und das war auch nochmal sozusagen von der physischen Seite sehr betrachtet, also Gesangstechnik, eine moderne Herangehensweise, die Stimme zu trainieren. Dahingehend, es kommt der und der Klang raus, also musst du in deinem Vokaltrakt, in deiner Kehle, in deiner Mundhülle das und das gemacht haben oder auch natürlich umgekehrt. Du hast das und das getan, in deiner Mundhöhle einen Raum kreiert, eine Spannung kreiert und der Klang kommt raus. Ja, und das war für mich auch großartig. Also Complete Vocal Technique heißt das, basierend auf Katharin Sadolin, die sitzt in Kopenhagen. Dort hat sie auch das Institut. Und da habe ich Fortbildung gemacht und das war grandios für mich, muss ich echt sagen. Und ich gebe das auch inzwischen an meine Schüler weiter, oder Schülerinnen, Klienten, Klientinnen, ich sage immer so ungern Schüler. Ja, also, ja, es ist nicht einfach deshalb, weil es ist so ein gemeinsamer Weg. Ja, es ist ja nicht, ich habe natürlich, oder sagen wir mal so, bin vielleicht dem einen oder anderen zwei Schritte voraus, weil ich einfach schon einen langen Weg hinter mir habe. Und dadurch kann ich Leuten helfen natürlich. Aber ich finde, das ist einfach eine Zusammenarbeit und ich biete was an und die Leute müssen was draus machen oder können da was draus machen, wenn sie möchten. Und deswegen finde ich, also weiß ich nicht, Klient, Kundin irgendwie schöner. Und ja, also es gibt wundervolle Möglichkeiten, ja, aber immer gepaart, finde ich, zwischen einer mentalen Einstellung, die ich habe zu meiner Stimme, zu mir selber, und natürlich auch einer Gesangstechnik oder Stimmtechnik, weil das Wort mag ein bisschen befremdlich sein, vielleicht in Bezug auf Stimme, aber ich finde, ja, man kann durchaus von Technik sprechen, weil es geht um Muskelspannung. Ja, da aufzubauen, wo man unbedingt Spannung braucht, um einen Raum anfühlen zu können mit der Stimme. Und da Spannung abzubauen, wo sie wirklich hinderlich sind, ja, wo sie nicht notwendig sind. Jetzt in modernen Zeiten wie diesen, wo wir uns ja jetzt auch über Zoom unterhalten, gibt es auch Unterricht über Zoom oder Unterricht oder hilfst du deinen Klienten, Klientinnen? Ja. Also ich sehe das nicht so eng, ich stehe da ein bisschen drüber über diesen, weißt du, was ich meine? Aber das geht doch auch gut online, oder? Ja, absolut. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, natürlich. Ja. Aber Online-Unterricht hat natürlich seine Vorteile, weil man kann es weltweit sozusagen, weltweit Kunden haben sozusagen oder egal, wo derjenige gerade ist, solange er eine funktionierende Internetverbindung hat, ist alles gut. Und man kann zu Hause sein oder im gewohnten Umfeld, man kann in seinen Schluffi-Klamotten irgendwie zu Hause sitzen mit einer Tasse Tee daneben und Stimmbildung machen. Ja? Und ich kann viel mit PowerPoint machen, ich kann Videos zeigen, ich kann ganz schnell Bilder zeigen. Das tue ich hier natürlich auch im 1:1-Unterricht, aber klar, es ist hier, ich habe einen ganz schönen Raum, ich bin in der freudigen Lage, dass ich hier einen wundervollen Raum habe, der auch ganz gut klingt und das ist natürlich auch nochmal was anderes, ja, eine Stimme akustisch zu hören. Aber nee, ich finde nicht, dass das irgendwie das Online-Unterricht dem Abbruch tut, dass man nicht effektiv arbeiten könnte oder so. Das finde ich nicht. Okay, also das ist möglich. Das heißt, also die Menschen kommen zu dir, wenn sie
Probleme mit ihrer Stimme haben oder einfach eine schönere Stimme haben wollen, egal ob es jetzt um Sprechen oder Singen geht. Genau, genau. Manche sind einfach nur neugierig. Also ich sag mal so, entweder treibt die Neugierde an oder tatsächlich aus der Not heraus. Ja, also manche möchten einfach ihre Stimme entdecken. Manche treiben das schon seit Jahren vor sich her. Also wenn man die 40, 50 überschritten hat, erzählen mir jedenfalls viele, die zu mir kommen, dass sie sagen, ach, eigentlich dieses Bedürfnis zu singen, das hat doch eigentlich jeder, glaube ich. Ja, so. Und bei manchen ist es dann aber so verdeckt oder mit negativen Erfahrungen verbunden, sei es, dass man aus dem Schulchor geworfen wurde, weil man angeblich nicht singen kann, oder irgendwie das Umfeld gesagt hat, ach komm, lass mal lieber, oder zumindest wurde es nicht gefördert durch die Eltern oder durchs Umfeld. Und manche schieben das so 10 Jahre, 15 Jahre vor sich her, bis sie dann endlich mal den Kontakt zu einer Stimmbildnerin oder einem Gesangslehrer aufnehmen. Und das ist schon echt krass, finde ich. Ne? Wenn ich das manchmal so höre, dann tut es mir manchmal fast leid. Aber jedenfalls die Neugierde treibt die Leute meistens an. Aber ich habe auch sehr ambitionierte Hobbysänger und Sängerinnen, also ich Chorsänger, die sehr ambitioniert sind, die oder sie sind gerade in einen Chor eingestiegen und merken, oh, ich stoße an meine Grenzen. Am Ende der Probe bin ich vielleicht ein bisschen heiser oder zumindest angestrengt. Oder sie möchten ihr Niveau halten, weil es ist natürlich auch manchmal so, dass von vorne, von der Chorleitung her, die Ansage kommt, okay, ihr Lieben, wer die 60 überschritten hat und weiterhin in diesem Chor singen möchte, der möge doch bitte mal Stimmbildung nehmen oder sich in irgendeiner Form um seine Stimme kümmern, wenn man es dann nicht schon tut. Ne? Das ist natürlich eine Ansage, die dann kommt, aber man kann es natürlich auch verstehen seitens der Chorleitung. Man hat ein Klangbild im Kopf, was man vielleicht verfolgt. Und und man muss natürlich auch sagen, dass man eben nicht jünger wird. Ja, also jeder, der die 40, 50 überschritten hat, weiß, dass natürlich der Muskeltonus abnimmt, sofern man nicht was tut, ja, Muskeln aufbaut durch Bewegung, durch Sport. Und natürlich auch die Atmung, ja, die ganze Atmungsmuskulatur, das Zwerchfell als großer Atemmuskel ist wirklich, also möchte trainiert sein. Ja. Und wenn man das nicht tut, dann kennen wir alle Stimmen, gerade bei älteren Menschen, die brüchig werden, die weniger flexibel sind, wo die Höhe auch nicht mehr so leicht zu erreichen ist zum Beispiel. Und deshalb tut man sicherlich gut daran, dass, wenn man älter wird, eben auch nochmal explizit auf diese Dinge schaut. Ja. Ganz klar. Was mir oft auffällt, aber ich habe da so meine eigene Theorie dazu, ist, wenn gerade bei Frauen fällt es doch oft auf, dass ältere Frauen dann so zum Kieksen anfangen. Also immer Kopfstimme, Bruststimme, das geht immer so hin und her. Also abgesehen von dem, was du jetzt gesagt hast, ist meine Vermutung aber auch, dass das auch was mit dem, mit dem Becken zu tun hat, tatsächlich, und mit der Sexualität, weil ich Also mein Bild dazu ist ganz einfach, dass wenn wir, wie soll ich es jetzt sagen, unseren Körper eben nicht mehr so sehr bewohnen, weil wir nur noch mehr im Kopf sind, gerade jetzt durch Computer und jetzt quasi auch kein Bewusstsein mehr haben für unser Becken als Frauen, dann hat das eine Auswirkung auf die Stimme, eben, dass sie dann auch hochrutscht, das sagt ja dann auch was. Ne? Kannst du das irgendwie bestätigen? Ja, absolut. Ja. Was ich immer ganz schön finde, ist die Atemarbeit nach Ilse Mittendorf. Ja. Ich habe das Glück hier in Berlin, dass hier das Institut ist von der Ilse Mittendorf. Und da habe ich gerade auch vor kurzem nochmal eine Fortbildung mitgemacht übers Wochenende. Und das ist immer sehr schön zu sehen, ja, bei den Übungen, die dort gemacht werden. Das sind leichte Bewegungsübungen, die den Atem anregen und auch Atemräume öffnen. Und klar, das Becken ist eigentlich immer ein Thema. Ja. Man merkt einfach, wenn man denn in die Runde guckt und natürlich auch bei sich selber, das Becken wird immer steifer, auch durch die viele Sitzerei, eben ja auch vorm Computer durchaus. Und wenn man das aber wieder in Bewegung bringt, man sagt ja auch immer, das Becken ist das zweite Zwerchfell, und wenn man das wieder in Bewegung bringt und die Muskulatur wieder weicher macht, durchlässiger macht, dass es Goldes wird für die Stimme. Ja. Auf alle Fälle. Was mich noch interessieren würde, weil ich habe ja auch immer gesagt, im Prinzip kann jeder Mensch singen. Ja?
Genau, das wird uns nur irgendwie ausgetrieben oder wie auch immer. Das kann ja ganz, ganz verschiedene Gründe haben. Was mir aber auffällt, selbst bei Kindern schon, manche, da hast du einfach das Gefühl, die singen falsch. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dann die Lehrerin oder der Lehrer sagt, das geht so nicht. Jetzt so mein Gefühl ist dafür aber wieder, dass das was mit Harmonie zu tun hat. Ne? Weil wenn jemand den Ton nicht trifft und das schon als Kind, könnte das ja sein, dass das etwas mit der, wie soll ich das jetzt sagen, wie man schon auf die Welt kommt, ob das jetzt ein harmonisches Umfeld ist oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja, bestimmt. Man nimmt natürlich auch durch sein Umfeld und vor allen Dingen sind es ja meistens die Eltern, ne, die ja die ersten Bezugspersonen sind. Und natürlich nehmen Kinder, schon Babys, nehmen ganz fein wahr, wo die Stimme herkommt oder was da schwingt. Ja, ist da eine Anspannung dahinter? Oder ja, wenn die Mutter zum Beispiel mit dem Kind spricht oder auch der Vater. Und ich weiß es auch von mir selber. Meine Eltern hatten eher beide eigentlich eine kehligere Stimme. Und das hat sich wie so ein roter Faden auch nachher durch meine Gesangsausbildung gezogen. Also dieser Aspekt, ja, die Stimme zu befreien und da die Kehle zu befreien, das hat sicherlich damit zu tun, ne, wie wir als Kinder Stimmen wahrnehmen, ja, oder auch natürlich, wie jemand atmet, ob jemand angebunden ist an seinen Körper, ist die Stimme am Körper angebunden zum Beispiel auch. Aber ich würde gar nicht das so dramatisch sehen. Also wenn Kinder falsch singen, in Anführungsstrichen, dann einfach lassen, viel Musik vorspielen und wenn sich Eltern nicht berufen fühlen, mit dem Kind zu singen, dann vielleicht das Angebot zu machen, wirklich viel Musik zu hören, ja, viel, viel Gesang zu hören. Und oft, ja, oft pendelt sich es auch wieder von alleine ein. Ja, aber das sind oft natürlich auch Leute, die zu mir kommen, die im Erwachsenenalter dann sagen, oh, ich kann nicht singen, ich treffe die Töne nicht. Und im schlimmsten Fall sagt dann eben auch das Umfeld, oh nee, komm, lass mal lieber, das klingt ja irgendwie alles total schräg. Und das ist natürlich wirklich immer blöd, ja, weil das sitzt irgendwie im Unterbewusstsein und man denkt dann, ja, okay, ich kann es dann irgendwie nicht. Aber hier stellt sich oft dann heraus, wenn ich mit den Leuten arbeite, und das geht manchmal ganz schnell, in den ersten Stunden schon, dass die Leute merken, ach Mensch, im Grunde genommen fehlt mir nur das Verständnis für die Funktionsweise der Stimme. Und klar, woher soll es auch kommen? Es erzählt uns ja auch keiner. Ne? Du erzählst. Also, ja. Ja, und deswegen, klar, und deswegen ist ja in den Köpfen auch so verankert, ah, okay, entweder hat man eine gute Stimme oder wenn man Glück hat, hat man eben irgendwie eine gute Stimme und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann ist da auch nichts mehr dran zu rütteln. Ja, oder um Stimmbildung zu nehmen, muss man vielleicht in seinen 20ern sein, damit es Sinn macht. Ja, und mit 60 kann man es dann eh schon vergessen. Das ist alles Quatsch. Ja, das kann ich wirklich nicht unterschreiben. Und weil ich ganz andere Erfahrungen hier mache. Und das ist eben das Schöne und das ist eben auch nochmal der Erfolg, Stimme und Erfolg, wenn ich dann sehe und diese Entwicklung dahin geht, dass die Leute merken, ach Mensch, geht ja doch. Ja, und auf einmal kriegen sie Spaß dran zu singen oder erzählen mir, hey, weißt du, wo ich war am Samstag, also vor Corona? Ich sage, nein, aber du wirst es mir gleich erzählen. Ja, ich war in der Karaoke-Bar und habe mich da hingestellt und gesungen. Cool. Und das finde ich grandios. Ja, wenn sowas passiert zum Beispiel oder man sich dann traut, in einen Chor zu gehen oder was auch immer. Ja. Und das ist einfach schön, dann, wenn sowas kommt und ja, die Entwicklung dahin geht. Kannst du vielleicht zum Abschluss uns noch einen kleinen Tipp geben? Was kann ich denn machen, zum Beispiel jetzt in meiner Tagesroutine, um für meine Stimme etwas zu tun? Ich persönlich fange zum Beispiel auch, also für mich selber und auch in meinen Stunden, wenn ich mit den Menschen arbeite, fange ich einfach immer mit Dehnen an. Ich meine kein Strecken, also nicht so weit strecken, dass die Hand sozusagen weiß wird und nicht mehr durchblutet ist, sondern das ist so ein sanftes Dehnen in alle Richtungen. Also dass man überhaupt erstmal den Atem wieder anregt, dass man Atemräume ausbaut, dass man die Muskulatur geschmeidiger macht, flexibler macht, ne, durchlässiger macht für den Atem und dass das Zwerchfell auch wieder frei schwingen kann. Weil das ist wirklich der Schlüssel, das Zwerchfell ist der Schlüssel für eine stabile, tragfähige Stimme. Und das wird oft auch unterschätzt und oft ist es so, dass die umliegenden Muskeln
einfach zu angespannt sind. Also das wäre das Erste, was ich machen würde, dass ich schaue, dass ich mich bewege, sanft bewege, mich hineindehne in meinen Brustkorb. Und im Zweifelsfall, wenn ich nicht oder wenn es mir Schwierigkeiten macht, an die Zwerchfellatmung ranzukommen, und das ist leider so, ja, viele Erwachsene sind erstmal anscheinend im Alltag nicht in der Lage, in die Zwerchfellatmung reinzugehen. Dabei ist uns das alle angeboren. Ja? Jedes Kleinkind atmet richtig, ja? Also Zwerchfellatmung. Oder jeder Hund, jede Katze, die auf der Seite liegt. Ja? Man wird immer sehen, dass sich die Flanken auf und nieder bewegen, aber nicht der Brustkorb. Und das ist aber leider das, was häufig passiert, dass die Menschen in den Brustkorb hineinatmen. Und dann lauert die Luft hier unter dem Schlüsselbein, unter der Kehle und möchte raus. Ja, das ist ja nun mal ein Volumen, was wir dann in unserem Körper haben, der Atem, und der möchte gerne raus. Und und dazu ist die Kehlmuskulatur überhaupt nicht gemacht, den Atem in irgendeiner Form zurückzuhalten oder in irgendeiner Form zu dosieren. Das sind unsere Muskeln hier, unsere starken Muskeln im Rumpf, vorrangig das Zwerchfell, was den Atem hält und dosiert und unsere Stimme, wie gesagt, ein Fundament bietet. Also das wäre das Erste, was ich machen würde. Oder morgens, wenn wir liegen zum Beispiel, im Schlaf ist alles wieder da, ja, die Atmung, in allen Nicht-Wachbewusstseinszuständen. Und wenn man morgens aufwacht und vielleicht nochmal 2 Minuten Zeit hat, hineinzuspüren und zu merken, okay, wenn ich auf dem Rücken liege oder auch auf der Seite, mein Bauch wölbt sich ein bisschen nach vorne, wenn der Einatmen kommt, und ich werde wieder etwas schmaler, wenn der Atem geht. Und dass ich da mal kurz mein Bewusstsein drauf lenke und sage, ah, okay, das ist eigentlich die Zwerchfellatmung. Ja, und vielleicht kann ich es dann rüber retten, wenn ich aufstehe. Mag sein, dass man es nicht 24 Stunden lang beibehalten kann, aber das als Einstieg in den Tag vielleicht benutzen und ein paar Dehnübungen zu machen. Ja, und dann einfach summen. Das ist das Einfachste. Das kann jeder summen, einfach mit geschlossenen Lippen. Ja, dass man in der Sprechlage anfängt und sich anbietet, auch mal rauf und runter zu gehen, höhere Töne zu benutzen als das, was man normalerweise macht oder benutzt im Alltag beim Sprechen. Aber dass man so mit die Stimmlippen dazu anregt, sich zu dehnen und wieder zu entspannen, zu dehnen, zu entspannen. Und das ist wie Balsam. Ja, und man kann den ersten Schleim, der ja meistens noch da ist, morgens nach dem Aufstehen, kennt jeder. Oder auch manchmal mitten am Tag, ja, das Telefon klingelt und man sagt, hallo, aber irgendwie hängt da was drin in der Kehle. Und das kann man schön damit mit dem Summton befreien. Ja, und man... ja, ist wie eine Massage eigentlich für die Stimme. Also das wären jetzt mal so für, ich sage jetzt mal den Laien, ganz einfache Möglichkeiten auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder selbst in der U-Bahn ein bisschen zu summen, ja, und die Stimme anzuregen. Das mir ist noch was, ganz einfache Tipps. Ja. Mir ist es noch was eingefallen, wie du erzählt hast mit dem Zwerchfell eben aus meiner Jugend. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch noch wichtig sein könnte, weil ich glaube, es betrifft tatsächlich auch viele Frauen. Ich weiß noch, dass ich damals, also ich habe 2 Jahre Gesangsunterricht genommen. Und ich weiß noch, dass mein Lehrer am Anfang gesagt hat, jetzt lass doch mal den Bauch locker. Ich hatte vorher nämlich eine Beziehung und dieser Mann, ja, hat immer rumgenörgelt, wegen der Figur. Dabei war ich damals... echt schlank. Also zwar, ich war nie dünn, ne? Ich bin nicht der Typ, aber da war eigentlich nichts auszusetzen. Aber das hat mich so, so fertig gemacht, dass ich nur noch mit eingezogenem Bauch durch die Gegend lief. Und ich musste mir das echt wieder antrainieren, das quasi natürlich, den Bauch einfach locker zu lassen. Ja, 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 das ist immer ein Thema. Das ist immer ein Thema, ja. Also warum Menschen den Bauch festhalten oder anspannen, das hat ja verschiedene Gründe. Also einerseits die optischen Gründe tatsächlich, ja, die schlanke Silhouette. Aber meistens hat es damit zu tun, also wenn wir Stress haben zum Beispiel, uns unsicher fühlen, ja, dann ist das Erste, was wir machen, dass wir unsere verletzliche Vorderseite, unsere angreifbare Vorderseite, dass wir die anspannen, dass wir die panzern. Also das ist jetzt so meine Theorie dazu.
Und dazu gehört natürlich, dass wir den Bauch, die Bauchdecke anspannen. Ja, das kennt jeder, der einen Vortrag halten muss. Ich war am Anfang unseres Gesprächs auch eben so ein bisschen aufgeregt, weil ich bin eigentlich nicht so gerne der Typ, der in der Öffentlichkeit steht, obwohl ich Gesang zu meinem Beruf gemacht habe. Aber okay, auf jeden Fall, das ist das Erste, was wir machen. Ja, wenn wir Stress haben bei einem Vortrag, bei einer Präsentation oder mit bestimmten Menschen zu sprechen, ein Vorstellungsgespräch bei der Jobsuche und so weiter. So, und wenn wir den Bauch festhalten, dann ist die Zwerchfellatmung nicht mehr möglich. Ja, dann weicht der Atem nach oben aus in den Brustraum und wie ich vorhin schon sagte, dann lauert er hier unter der Kehle und dann klingen wir eben nicht mehr so entspannt wie vielleicht noch am Vorabend, als wir mit einer Freundin auf dem Sofa gesessen haben und uns über Gott und die Welt unterhalten haben, sondern dann merken wir auf einmal, oh Gott, irgendwie klingt meine Stimme fest oder ne, sie ist nicht so volltönend wie eben im entspannten Zustand. Und dann beginnt dieser blöde Kreislauf, dass wir irgendwas verändern wollen, aber meistens in die falsche Richtung, weil die Entspannung ist dann, wenn man erstmal drin ist in dieser Spannung, während eines Gespräches oder so, dann kaum noch möglich. Es sei denn, man hat ein paar Werkzeuge, das lernt man auch in der Stimmbildung, und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein für diese Vorgänge zu schaffen. Aber um nochmal auf deine Bemerkung zurückzukommen, ja, klar, optische Anliegen, das hält einen zurück sozusagen, die Bauchdecke zu entspannen. Und je nachdem, wie gestresst natürlich auch ein Mensch insgesamt ist im Leben, ja, diese latente Anspannung, die manche ja auch haben. Ich habe hier manchmal Leute, die sagen mir nach einem halben Jahr Stimmenbildung, du, ich habe jetzt gemerkt, ich stehe irgendwie, ich mache meinen Abwasch oder irgendwas völlig Banales, ja, was mich jetzt gar nicht als Mensch oder geistig irgendwie beansprucht oder keiner will eigentlich jetzt hier gerade was von mir. Und trotzdem merke ich, dass ich meinen Bauch festhalte. Ja, das ist aber natürlich immer gut, wenn man solche Erkenntnisse schon mal hat. Ja. Die einen noch nicht so erfreuen, aber das ist schon mal der Weg dann, um auch was zu verändern, einfach dann auch entspannter zu werden. Aber natürlich, also mal ganz salopp gesagt, ja, also bitte nehmt es da draußen nicht zu ernst, aber manchmal sage ich, okay, wer anfängt, sich mit der Stimme zu beschäftigen, der kann sich auch gleich noch einen Therapeuten suchen, ja, ich bin ja nun keine Therapeutin, aber natürlich bleibt es nicht aus, dass genau diese Dinge auch greifen, ja, in dem Moment, wo du anfängst, dich mit der Stimme, mit dem Atem zu beschäftigen. Und dass man da dann irgendwie auf persönliche Sachen auch trifft. Oder ich merke es hier auch bei Leuten, die schon lange, lange zu mir kommen, wo die Stimmen sich eigentlich befreit haben und plötzlich ist irgendwas los, ja, die Stimme klingt matt, die Atmung ist flach. Ich sage, hey, was ist los? Und oft ist es ja so, dass man dann auch eine ganz gute persönliche Ebene hat, auf der man sich austauscht. Und wenn die Leute sagen, ja, ist gerade schwierig, ich habe gerade eine schwierige Lebensphase, dann zeigt sich das immer im Atem und dann letztendlich auch in der Stimme. Ist ganz klar, ja. Mhm. Genau. Liegt dir denn jetzt noch etwas auf dem Herzen, was unbedingt mit rein muss in unser Interview? Naja, also wie ich schon sagte, ich möchte den Menschen eigentlich da draußen Mut machen. Wirklich, kommt weg von dieser Vorstellung, ich habe keine gute Stimme, ich hätte zwar Lust zu singen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Sondern nehmt Kontakt auf zu einem Stimmbildner, zu einer Gesangslehrerin, wie auch immer, in eurem Umfeld, in dem Ort, in dem ihr lebt oder meinetwegen auch online. Also wirklich, man kann immer was verändern. Man muss die Dinge nicht so akzeptieren, wie sie sind, ja, sondern es gibt immer die Möglichkeit, Stimme zu öffnen, ihr mehr Raum zu geben, zu lernen, wieder in die Zwerchfellatmung reinzukommen, sodass eben auch die Stimme eine Unterstützung findet. Ist sowieso die gesündere Art zu atmen. Also unabhängig von der Stimme ist es sowieso gut, einfach sich mal wieder um den Atem zu kümmern. Und diese Freude dann auch zu spüren, was es ausmacht, die Stimme zu befreien. Ja, und dann vielleicht in den Chor zu gehen oder was auch immer man dann macht. Und sei es im Alltag einfach besser klarzukommen mit der Stimme. Ja, weil wirklich jeder kennt es, der vielleicht schon mal heiser war, warum auch immer, vielleicht durch eine Kehlkopfentzündung oder auch durch die Psyche. Ich kenne das auch, ja, von einer Minute auf die andere. Angst ist der Stimmkiller Nummer eins. Ja, und
Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, also, dass die Stimme mehr die Freundin wird, weil es ist einfach blöd, wenn man eben heiser ist, das, genau das wollte ich sagen. Jeder kennt es, wenn man ausgebremst ist und die Stimme nicht mehr als Kommunikationsträger da ist, verfügbar ist. Ja, und genau, und man kann alles lernen, man kann alles verändern. Klar gibt es auch manchmal pathologische Befunde, aber das, was ich hier erlebe, ist eigentlich zu 90% ist es eher der Gedanke, ich kann nicht singen oder meine Stimme ist irgendwie nicht okay, ist nicht schön, ist nicht gut. Und das kann man alles verändern. Und ja, ich freue mich immer auf solche Menschen. Also mit denen arbeite ich ganz besonders gerne zusammen, muss ich wirklich sagen. Also weil oft ist ja auch so, ach ja, zu einem Gesangsunterricht nimmt man, weil man einen Beruf draus machen möchte oder so. Ja, und das ist nicht der Fall. Ich arbeite gerne mit Menschen, die einfach neugierig sind, Stimme entdecken möchten. Ich danke dir, liebe Annette. Danke dir. Okay, ich danke dir. Deine Kontaktdaten, die blenden wir natürlich ein unter diesem Video, das ist ganz gerne. Klar. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viele Menschen, denen du helfen kannst, dass die zu dir finden den Weg. Also wie gesagt, das geht ja auch gut online und dann einfach alles Gute und vielleicht ja auf ein anderes Mal. Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch, Tanja.